Willkommen zurück zu Let's Play Creative Worlds. Hallöchen und willkommen zurück. Letzte Folge waren wir in der Höhle, haben ein wenig Iron geholt. Ich freue mich da ziemlich drüber. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Holz holen, dass ich das einschmelzen kann, weil ich will mal gucken, wie viel Iron wir eigentlich dann da rausbekommen. Das Holz. Sag mir bitte, dass ich noch Holz hab. Holz. Ach ja, das habe ich ja auch noch gesammelt im Off. Das wollte ich ja noch erzählen. Das habe ich auch noch im Off gesammelt. Weil wir wollten ja unsere Dachbalken-Gedöns-Dings. Guck mal, Moos habe ich auch. Für die anderen Fackeln. Für unsere Dachbalken und so. Die wollten wir ja noch fertig bauen. Und da habe ich das mal noch eingesammelt, dass wir das noch fertig bringen können. Wir haben ja hier noch oben die ganzen Fugen hier leer. Dafür braucht man ja dieses Holz, was so in der Hohl ist. Das habe ich ja noch im Off gesammelt gehabt. Ganz vergessen, euch noch zu erzählen. Ich habe immer noch vom letzten Mal hier Obsidian drin. Da war ja mein Inventar voll, deswegen konnte ich das nicht einstecken. Das trifft sich gut. Ach, ich bin voll glücklich gerade, dass wir das jetzt geschafft haben. So, mal gucken, wie viel wir hier rausbekommen. Dann jeweils. Okay, jetzt gucken wir erstmal, wie Eisen hier rauskommt. Wir haben ja noch folgendermaßen letzte Folge was gesammelt, was wir noch nicht kennen. Und zwar das. Was auch immer das ist. Wir gucken nochmal ins Inventar. Turmaline. Und dann haben wir hier noch Stalaktiten sind das. Stalaktite, den hauen wir mal in Prozessor. Ich will mal gucken, was da. Ach, guck mal, wir haben ja noch Stone Slabs. Ich will mal gucken, was dabei rauskommt. Und wir haben ja noch diese Pilze hier, haben wir auch noch eingesammelt. Das lohnt sich. Stalaktite kann ich die kann ich nicht anfassen. Und da kriegen wir Crystal Chart raus. Das trifft sich prima. Leider nur zwei, aber wir haben auch bloß einen Block eingesammelt. Von daher ist das gar nicht so schlecht, weil aus diesem Crystal Chart machten wir nämlich jene Bomben, die wir beim letzten Mal benötigt haben, um diese Half-Life 2 Monster, sage ich mal, weil die denen sehr ähnlich sind, den Gar auszumachen. Da haben wir die genutzt für. So. Weil wir brauchen Gunpowder, wir brauchen das Zeug und was brauchten wir noch? Nochmal. Das ist schon mal interessant, dass wir es daraus machen können. Okay. Hatten wir jetzt noch irgendwas anderes gesammelt? Also die Stalaktiten, für was sind die? Da kann man wieder irgendwas craften dann, ne? Warte mal, jetzt will ich jetzt mal gucken. Wir hatten erstmal. Achso, wir können jetzt übrigens, ist ja klar, Iron Mining Cell ist klar. Wir haben jetzt Iron gesammelt, das heißt, neues Update gibt es auch. Und Iron Sword. Was brauchen wir da? Warmruth. Ach, das war ein Wurm. Guck mal, wir haben ja letzte Folge jemanden getötet, also so ein Vieh noch, was wir noch gar nicht kannten, das war so ein Wurm, ein Warmwurm, Zahn, und da haben wir jetzt zwei davon gesammelt, die waren wahrscheinlich, hat er gedroppt, Pixiefoot haben wir noch nicht, zwei haben wir, Obsidian Rod haben wir, dann können wir auch machen, Iron Bar haben wir dann auch, dann könnten wir das neue Schwert machen, fehlt aber dieses Pixie noch, weil den Wurm, einen Wurm haben wir ja getötet mit dem Wurm, da haben wir schon das rausbekommen, das ist ja interessant, und was brauche ich für die noch, Seashells haben wir da, oh guck mal, diese Cloaking Mushrooms, die brauchen wir dafür. Salt Rock, den haben wir auch noch nicht. Obsidian Slabs, können wir auch machen. Und Iron Bar auch wieder. Neue Lampen. Ich die vielleicht mal mit runternehmen, die Lampen? Die waren ja am besten eigentlich. Also ich glaube ich auch noch übrig. Wir brauchen für alles jetzt Kohle, ne? Das ist zum Kotzen, tut mir leid. Für alles Kohle und die, da brauchst du Kohle und Wood Rot. Dann mache ich nämlich lieber die, weil die haben wesentlich mehr ausgeleuchtet. Wesentlich mehr. Und die waren es, die wir immer gebaut haben. Guck mal, jetzt können wir nämlich, wenn wir das Zeug unten sammeln, können wir wesentlich mehr da machen. Aha, ist erstmal plus 8. Wir brauchen noch mehr von diesem Crystal Chart. Wir müssen dann nochmal runter und müssen ein bisschen von diesen komischen Blöcken sammeln. Was haben wir noch hier Neues? Neues Glas. Können wir bauen. Jetzt haben wir Premium. Eine goldene Wand. Das brauchen wir alles nicht. Goldene Wand, goldene Mauer, noch was auch immer, Türen, hier noch irgendwas Neues. Nicht wirklich. Ach, ich wollte ja mal nach Leitern gucken, ne? Woodladder. Zwein und Woodrot. Da bauen wir uns einfach eine Leiter runter. Dann müssen wir nicht immer die Blöcke nehmen, also als Treppe oder so. Ich glaube, das ist wesentlich effektiver. Ich muss mal gucken, wo habe ich denn das ganze Gedöns, was Twine und so ist. Da gucken wir doch mal. Jetzt geht wieder was Craft los. Ich liebe das. Mit beiden Pflanzen? Oder wo wollte ich das? Woodward. Hat mir nicht noch Twine? Mal am Bart kratzen. So, Twine.
Shrines auch nochmal, weil ich will ein bisschen craften. Jetzt irgendwie haben wir noch diese Blue Flowers für die Getränke, die noch übrig waren. Ach, das ist schön, wenn man wieder was Neues hat, um zu gucken. Und nebenbei schmelzt schön das Iron vor sich hin. Gut. Leiter. Vielleicht müssen wir noch ein Stück weiter nach unten, deswegen machen wir mal ein paar. Reicht. Das kostet ja nicht. Nichts mehr. Stone Leather Goodies ist ein bisschen dann stabiler, denke ich. Aber wir haben ja hier keine Gegenspieler auf dem Server. Stone Chest. Jetzt haben wir hier auch so Chairs, so Stühle und so. Interessant, interessant, interessant. So, was brauchen wir? Wir brauchen immer noch dieses Crystal Shaft, wir brauchen Leder, wir brauchen mehr Gunpowder. Das brauchen wir immer wieder, aber vor allem brauchen wir dieses Crystal Shard. Sonst können wir das vergessen. Und für die brauchen wir weiterhin Kohle. Und ich habe wohl keine mehr einstecken. Wir hatten noch welche übrig, das weiß ich ganz genau. 5 Kohle. Oh Mann. Und das braucht man für die Rüstung Miro-Ei. Aber erstmal gucke ich jetzt, wie weit das Eisen ist. Eisen! Und schon wieder was Neues dazu gekommen. Und zwar... Okay. Dann will ich mal kurz gucken, was das war. Was jetzt hier noch dazu ist. Geil, wie groß das jetzt langsam geworden ist mit den Rezepten. Ich finde das voll cool. Das finde ich schön! So, Rüstung. Schwert können wir eh nicht bauen, ne? Weil da brauchte man ja noch was, was wir nicht haben, und zwar Pixie-Scheiße. Also ich glaube zumindest, wir haben das nicht. Der Extractor ist natürlich auch geil, den könnten wir jetzt bauen. Soll ich da mal ein... Komm, ich baue 2, einfach aus dem Grund. Wir haben zwar noch mega viele von den anderen, aber vielleicht kriegt man da wesentlich mehr raus. Und wenn wir da jetzt nochmal auf eine Eisenquelle stoßen, dann möchte ich das lieber damit abbauen und lieber so Obsidian mit diesen älteren Extractoren. Extraktoren! Meinetwegen. Für die braucht man bloß Crackwood und Moos, da haben wir eigentlich echt genug. Wenigstens etwas. So, was braucht man jetzt für Eisenrüstung? Da brauchst du das auch alles. Mann, wo kriegen wir denn dieses Feral Pixie vorher? Das ist doch einfach nur Fell, oder? Ach, das ist mein Schwein, das hatte ich ja noch getamed. Das hätte ich fast getötet, mein Kleiner. Der das vielleicht? Moin! Beim Kreisrennen ist gut. Steckt aber viel ein und wir haben schon unsere Iron Shot, ne? Alter, wie... Okay, der droppt das nicht. Weiß nicht, ob die Schweine noch mit droppen einfach. In den Kisten findet man definitiv immer noch Kohle. Also es tut mir... Alter, als wär's hier, als würde das Spiel einen Gott besitzen, der mich gerade erhört, indem ich sage, ich brauche Gunpowder und brauche Kohle. Weil Kohle kommt ja mal random, also Kohle findest du auch unten, aber Kohle spawnt halt, beziehungsweise findet man halt auch ganz gechillt in der Welt oben, in entweder Kisten oder es lassen Tiere droppen. So viel zu Kohle. Und Gunpowder verhält sich ähnlich, aber es lässt teilweise... Ist das meins, was mir folgt? Was ist denn das? Ein Geschenk? Ich habe davon gelesen, dass es ein kleines Surprise-Update gab, wo für jeden Spieler so ein kleines Geschenk irgendwie da sein soll. Und das war wahrscheinlich meins. Schön in meinem Haus gebaut. Das ist aber lieb. Danke, Creativerse. Damit habt ihr die Lags zwar nicht wieder gut gemacht. Blocks. Was habe ich jetzt gemacht? Blue Giftbox. Was ist das eigentlich? Das war mal sowas. Als das Spiel zum ersten Mal gestartet wurde, konnte ich dieses Witching Well mir aussuchen. Kostenlos. Irgendwie kannst du hier noch Sachen kaufen. Irgendwie. Im Store. Hier sehen wir das. Das finde ich immer scheiße.
jetzt kann ich, das ist ein Blueprint oder was? Soll ich jetzt mal ausprobieren? Auf jeden Fall, das sind so Sachen, die kannst du dir setzen, die du sonst normalerweise nicht bauen kannst. LOL! Bisschen groß, ne? Aber vielleicht setzt man sich auf den Berg, sieht vielleicht cool aus. Mache ich mal eben. Und dann gehen wir weiter Ressourcen beschaffen. Und dann müssen wir nochmal nachlesen, kurz, wo ich von dieses Pixie-Zeug herbekomme. Mann, hier ist noch ein Geschenk, noch ein Geschenk! Auch wenn ich nicht ganz gerade, ich muss erstmal nachlesen, was das auf sich hatte. Mit dem Buch. Was ist denn das? Red Gift Box. A Box? Achso, das ist da alles drin jetzt hier, oder was? Achso, das war's. In diesem Buch. So, warte mal. Die kann ich jetzt wahrscheinlich, das war jetzt ein Rezeptbuch, nehme ich mal an, was ich jetzt dann im Craft-Table dann erlernen kann, beziehungsweise bauen kann. Das finde ich ja schon irgendwie cool. Ja, den Blueprint setze ich mal, wie gesagt, wo das Spiel gestartet war, hast du so eine Anfangssumme an irgendwelchem Zeug. An dieser Kohle, was ihr gerade gesehen habt, hier, also an diesen Coins hier. Und da konntest du dir halt im Menü irgendwas aussuchen. Ich habe da jetzt nicht wirklich. Da stand noch nicht mal fest, dass ich das überhaupt jetzt playen werde, das Spiel. Das stand da noch gar nicht richtig fest. Da habe ich einfach bloß. Da habe ich einfach bloß mal das angeklickt, weil ich gucken wollte, was das jetzt ist. Und deswegen habe ich das nach wie vor immer noch im Inventar gehabt, aber habe das halt nie genutzt. Was mich eigentlich noch am Anfang nicht so wirklich interessiert hat, weil ich dachte, ich will da alles selber bauen, aber einen geschenkten Gaul. Das können wir uns ja hier einfach mal auf den Berg stellen, das ist jetzt nichts Besonderes, aber einfach, dass wir es mal gemacht haben. Und ich das jetzt einfach mal hier setzen. Ich mache das jetzt mit Absicht hier ein bisschen größer, weil das nimmt ja auch ein bisschen Platz ein, ne? Wie groß war denn das? Was? Keine Bombe, Mensch, jetzt haben wir die verschwendet. Das wollte ich doch. Wie groß ist denn das? Das geht dann hier rüber. Na gut, da können wir hier noch was draufstellen. Okay. Ach so! Also guck mal, was es hier noch alles gibt. Coral Iron Wall gibt es da noch. Dann Diamant Glass gibt es noch. Dann gibt es noch Limestone. Na gut, das haben wir ja schon gesehen. Aha. Okay, wir brauchen die Materialien, um es zu bauen. Ich dachte, es gibt's geschenkt. Das ist einfach nur ein Blueprint. Also praktisch Wishing Well, ein kleines Rezept. Ein kleiner Blueprint. Brauchen wir halt trotzdem noch die Materialien. Ich dachte, das kriegen wir geschenkt. Aber es gab auf jeden Fall Geschenke. Ich denke, wir werden sogar noch mehr Geschenke finden, wenn wir uns hier irgendwo aufhalten. Und das werde ich mal lagern direkt bei mir wieder. Und zwar habe ich ja hier noch ein paar Kisten übrig, die leer waren. Und da werde ich noch mal ein bisschen reinstecken. So fertige Sachen. Wie zum Beispiel, das hier. Candy Can Wall. Das braucht kein Mensch. Dann mach ich die besonderen Sachen. Mach ich jetzt mal hier rein. Fossilien, da kann man auch was raus. Was können wir eigentlich mit dem Magnetik. Da kann man doch irgendwas raus gewinnen, wenn wir das in den Extractor tun. Nicht in den Extractor, sondern in den Prozessor tun, ne? So, habe ich jetzt noch irgendwas, was irgendwie wichtig ist. Bekommen. Nö, das. Jetzt ist mal wenigstens aus dem Inventar weg. Gut. Haben wir das auch mal gesehen? Das werde ich nicht bauen. Also das interessiert mich jetzt nicht so sehr, da baue ich lieber selber. Mal ganz ehrlich gesagt. So, das habe ich glaube ich noch nie ausprobiert, wenn ich dieses. Habe ich das? Ich weiß es gar nicht, wenn ich das Magnetarzeug oder wie das heißt. Wo ist es denn jetzt? Das wird mir wohl jetzt gar nicht angezeigt. Hä, ich hab's doch hier unten. Wo hatte ich es jetzt? Da ist nichts mehr auf der. 4, auf jetzt hier. Ach, nur das sind Sachen. Ach so, ich verstehe. Bloß die Sachen, die hier oben sind, die kann man irgendwie verarbeiten. Bone. Mach schon lieber Bone draus. Obsidian Slab, das mache ich nicht. Okay, ist Magneter. Okay, Iron Rod. Okay, Iron Slab. Twine. Okay, ich verstehe. Das Magneter also darf ich nicht irgendwie benutzen für irgendwas anderes.
Was kommt denn raus, wenn ich das nochmal brenne? Temperate Iron Bar. Mhm. Nee, will ich nicht. Gib's mir zurück. Danke. Ich verstehe, das ist aber interessant. Das ist aber interessant. Okay. Wood Chest. Kann man die eigentlich noch benennen? Muss ich irgendwie noch mal später benennen. Wenn wir jetzt schon alles ordentlich haben, dann machen wir es natürlich dann auch richtig. Erstmal das rein, damit wir es nicht verlieren. Und Kohle, wir werden jetzt nächste Folge, beziehungsweise jetzt schon anfangen, Ressourcen oberhalb zu sammeln. Guck mal, das haben wir zum Beispiel von der Warwood schon gehabt. Da brauchen wir noch mehr einfach für die Rüstung. Aber vielleicht habe ich schon genug, um wenigstens ein Schwert zu bauen, dass wir da schon mal schon ein bisschen zumindest besser vorbereitet sind. So. Und werde ich jetzt erstmal hier alles reinlegen, was wir jetzt irgendwie gerade nicht brauchen. Und werde mich dann auf Farming Action ein bisschen begeben. Ich mache jetzt mal hier ein bisschen Ordnung erstmal. Ihr kennt das ja. So, ne, hier kommen erstmal die wichtigsten Sachen rein, die ich zum Craften brauche an Grünzeug. Das ist immer so. Das ist immer so. So. Ich hätte ja gerne eigentlich so eine eigene Iron. Da muss ich mal so zusammensuchen, dass ich das nicht irgendwie verwechsle. So eine eigene Kiste für dieses ganze Iron und für Obsidian, weil das sind ja wichtige Stoffe. Ich gucke bis jetzt, ob ich irgendwo jetzt nicht zufällig noch Iron oder sowas mir irgendwo reingehauen habe. Was nicht hingehört. Holz können wir eigentlich auch erstmal wieder weglegen. Die Leiter, die lasse ich mir mal auf der 3, da brauchen wir später keine Blöcke zu setzen. Jetzt kommt mal hier mit rein, auch wenn es Woodrods sind, aber das sind, gehört für mich alles zu diesen Sachen, die ich hier zum Bauen irgendwie benötige. Deswegen haue ich das jetzt erstmal alles hier rein. Und die fertigen Sachen. Quatsch, die fertigen Sachen, ich meinte, diese random Sachen, die Monster spawnen, die kommen hier rein. Knochen und dann auch, dass ich das nicht verliere. Hier haben wir nochmal 7 Stück dazu bekommen. Fackeln, die kann ich mir eigentlich auch schon mal hier hinten. Nee, das mach ich. Nee, ich könnte mir noch eine Kiste machen, so eine Kiste. Da mache ich hier die Kiste. Da kommt alles rein, was ich für die Höhlenexpedition später brauche. Das heißt, die Leitern, die Bomben, die Extractor. Den durch mein Inventar. Die Getränke, gut, da kann man da auch einzelne mitnehmen. Irgendwie kann man die teilen mit. Ja, kann man. Schön, nehme ich mir mal plus 7 Stück mit. Hier noch das TNT. Gut, das kann ich nebenbei verbrauchen, weil ich das eh nicht mehr benutzen werde, weil ich eben noch Bomben zum Werfen nehmen will. So, es tut mir leid, es gehört aber leider, also nicht leider, das heißt leider, es gehört halt dazu. Wo habe ich jetzt die Korallenblöcke und alles immer hingetan? Ihr seht, ich habe ja ein bisschen Ordnung gemacht, Glas und so. Alles ordentlich, da haben wir ja auch noch viel. So war meine Survival-Kiste. Das sind so dieses Mega-Special-Events, Leder, Miu, habe ich auch hier drin. Und Kohle und alles. Wenn noch was frei hier, habe ich jetzt mal dieses ganze Gunpowder rein, Obsidian und Kohle. Also hier kommt jetzt bloß rein Kohle, Obsidian, Iron und das ganze Zeug, was halt wichtig ist. Also dieses relativ seltene Gut, sag ich mal. Das kommt jetzt hier rein. Und eigentlich bräuchte ich hier noch meiner Pflanzenkiste ein bisschen was. Aber dann haue ich halt die Pilze und alles hier rein. So, und ich brauche langsam dann wieder Platz. Ach so, Survival-Kiste. Survival-Kiste. Ja, es tut mir leid, es gehört aber halt, wie gesagt, dazu. Aber macht ja irgendwie auch Spaß, ne? So, Survival-Kiste. Ich will Ordnung, Iron, das brauchen wir später. Erstmal konzentriere ich mich jetzt auf Kohle. Und guck gleich nochmal nach. In der Folgenpause guck ich nochmal nach, aus was wir dieses Pickzeug bekommen. Dieses Fellgelumpe oder sowas. Das nehme ich mal noch zum Hochbauen mit hier. Und jetzt habe ich aber keine Ahnung, wo ich das Korallenzeug hier alles reingetan habe. Kommt hier was? Molasses? Was ist das denn? Sticky, delicious. Liquid of Life. Okay. Telgrass, okay. Telgrass, haben wir noch irgendwo Platz hier für Telgrass? Ja, hier, komm. Ist Telgrass schon da? Okay, Kinder. Dann denke ich mal, sind wir soweit erstmal vorbereitet. Hier machen wir natürlich die Türe zu. Da finden wir noch ein paar Geschenke. Ich will jetzt definitiv, brauchen wir Kohle, wir brauchen Gunpowder, wir brauchen Leder, auch viel, einfach für später für die Rüstung, für die Bomben und so weiter. Da können wir eigentlich nie genug haben davon.
Deswegen sammle ich den ganzen Kladderadatsch jetzt mit ein und kill ein bisschen was. Das gehörte dazu. Wir wollen das Haus noch fertig bauen. Wer sagt's denn? Wir wollen das Haus noch fertig bauen. Das werde ich irgendwie auch nochmal machen. Ich will so viel auf einmal machen. So viel auf einmal. Das ist mal ganz schlimm. Wenn man so viel auf einmal machen will. Das ist mal hektisch. Dann kommt sie aber durcheinander. Also gebt mir eine Schelle, wenn ihr sagt, Fenster, reiß dich doch mal zusammen. Ich habe übrigens im Off, als ich hier ein bisschen sammeln war, also diese Blue Flowers und so für die Energy Drinks, habe ich was getestet. Ich bin ziemlich weit gelaufen, weil bloß bestimmte Bäume, Etherwoods oder so, oder Ether Trees, diese komischen Blue Flowers als Blüten auf ihren Blättern tragen. Da bin ich relativ weit von meiner Base weg gewesen. Oh, guck mal, schön. Crystal Shard. Und da ging es nicht mehr, dass ich mich zurückporten konnte. Also auf einer bestimmten Distanz geht es nicht mehr. Geil. Aber wir brauchen mehr davon. Das heißt, wir dürfen nicht so weit weg, weil da habe ich echt mega gesucht dann, weil ich wirklich sehr weit weg war und ich habe mich immer drauf verlassen. Wir haben hier einen, Teleporter. Ist eigentlich egal, brauche ich mich nicht drauf zu konzentrieren, wo ich langlaufe. Nein. Dem ist hier nicht so. Ich hoffe, ich sehe noch ein paar Kisten, weil in den Kisten ist meistens Kohle und sowas drinne. Vielleicht finden wir auch ein paar Geschenke. So. Also nicht ganz so weit entfernen, beziehungsweise dann eher auf den Weg konzentriert. Guck mal, da oben, da kommt irgendwas rausgeschossen. Was ist denn das? Ihr wisst, sie kann halt alles einzusammeln. Looten. So. Hier war doch. Können wir eigentlich auch mal rein. Ich habe da keine Fackel mit. Na, wer ist denn da? Den kenne ich doch. Du kleiner Arsch. Wir gehen. Du bist noch dein. Ich nehme noch deine Pilze mit. Ciao. Geschenke! Was heißt, ich weiß noch nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ob wir das noch brauchen. Ich habe jetzt nicht weiter geguckt, was das eigentlich war. Das werden wir garantiert noch brauchen. Ich brauche alles irgendwo. Deswegen nehme ich jetzt erstmal diese Kleinigkeiten mit. Ich habe das Gefühl, wir müssen später, früher oder später, unser Lager noch erweitern. Ich bin jetzt erstmal froh, dass eine gewisse Grundordnung drin ist. Hat auch eine Weile gedauert, weil man kann ja nicht so viel tragen. Die Kisten sind nicht so groß. Dann musste erstmal anfangen zu ordnen. Das war schon irgendwie nervig. Aber jetzt ist es umso schöner, wenn man ordentlich arbeiten kann. So, jetzt halte ich mich nicht länger an kleinen Sachen auf. Wir brauchen ja immer noch das Zeug. Und dann gucke ich gleich mal an der Pause, was... Wo wir das rausbekommen. Also dieses Schweinefell oder was das war. Dieses rote Pixie-Gelumpe. Wozu man das rauskriegt. Ich weiß es nämlich echt nicht. Geht's wieder runter. Und auf einmal sind keine Kisten mehr hier, ne? Sonst standen immer haufenweise Kisten rum, die wir irgendwie looten konnten. Jetzt sind die alle nicht da. Also es ist keine mehr, ich sehe gar keine mehr. Hm. Die Leafies, ne, waren das? Was habt ihr eigentlich gedroppt? Ey. Okay, Weins. Ich will irgendwann noch einen Turm bauen, so einen kleinen Aussichtsturm, da hätte ich auch mal Lust drauf. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Bin cool. Au. Springst du mal hier so mega hoch?
Ey, dann schlag mich doch, hier ist keine Kiste mehr irgendwo. Aber... ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Obwohl wir schon so viel haben, ich habe ja so im Off so fleißig gesammelt. Aber wir brauchen das halt irgendwie immer mal. Auch zur Herstellung halt. So, jetzt aber egal, ich wollte Kisten, weil das ist die meiste Kohle. Kohle, 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 Kohle. Warum finde ich hier keine Kisten mehr? 1000 Crafting Workbenches, aber keine Kohle. Na, sei es drum. Dann sammle ich jetzt hier noch die Pilze ein und dann würde ich sagen, nächste Folge schauen wir weiter. Ich probiere jetzt nochmal schnell rauszukriegen, wo wir dann die Sachen herbekommt. Für, na, schieß mich tot. Sag's doch mal, Dingens. Ja, komm, sag. Für was? Ach ja, Pixie. Genau, wie ich schon ein paar Mal gesagt. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich bin konzentriert. Guck, dass ich das rausbekomme. Probieren noch ein bisschen Kohle zu sammeln, stellen ein paar Sachen her und gehen dann wieder zurück in die Höhle, denn... das Eisen baut sich nicht mehr ein ab. Von daher sammeln wir schon das Geschenk hier ein. Gucken wir hier rein. Och, wie schön. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Haut rein und ciao.